Klingt, als käme jemand herein. Was denn jetzt schon wieder, Mann? Kann ich nicht ein einziges Mal. Ich soll vielleicht mal meine Kopfhörer mal aufsetzen, damit ich auch was höre. Das ist eine weibliche Stimme. Ich glaube, Chloe. Nein. Nein, Lapis. Kann die Stimme noch nicht identifizieren. Guten Morgen, was geht? Ja. Okay, ja, hi und willkommen. Mein Name ist Nirol P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Ich rocke hier gerade Marvs Klamotten, weil ich ihn so sehr vermisse. Und ich versuche damit darüber hinwegzukommen. So, in der letzten Folge haben wir Kapitel 10 abgeschlossen, oder war es Kapitel 11? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Kapitel 11 war es, ne? Wir sind vor Vale und ihren Bluthunden, heißen die, glaube ich, geflüchtet, weil die uns fertig gemacht hätten, weil die haben alle Ringe, die wir jetzt vorher hatten und die wir jetzt nicht mehr haben. Und ja, wir müssen jetzt zurückschlagen, ohne Ringe, obwohl wir haben zwei Ringe. Theoretisch haben wir drei. Aber einige von denen benutze ich nicht, ne? Wir haben ja noch Edelkarzringen. Und wollen wir schon davon sprechen? Gestern am 8. Februar war eine Nintendo Direct. Und in dieser Nintendo Direct wurde enthüllt, dass hier, was hier im nächsten DLC auf uns wartet. Und das ist jetzt schon alles freigeschaltet worden. Direkt nach der Direct gestern. Und das ist schon alles hier installiert. Und da schauen wir uns mal einige Sachen an. Es gibt nämlich einige Ringe, die wir hier jetzt freischalten können. Und einige Aktivitäten können wir jetzt auch hier machen anscheinend, so wie ich da verstanden habe. Wir können jetzt hier irgendwie, weil nicht im Obstgarten, hier im Schwimmbad können wir irgendwie was machen, im Stall können wir was machen. Und da gucken wir uns mal alles an, ne? Ich habe nebenbei auch wieder so ein paar andere Sachen bekommen, ne? So, weiß ich nicht. Ich wünsche mir irgendwie, die könnte man irgendwie separat irgendwie annehmen. Aber das Spiel gibt mir die schon. Ich habe hier Silberschwerter bekommen, ich habe eine Silberlanze bekommen, ich habe eine Silberaxt bekommen, was in dem Normalfall immer einige der stärksten Waffen im Spiel sind. Also so normale Waffen, ne? So Standardwaffen, ne? Es gibt immer Eisen, es gibt Stahl und dann gibt es Silber. Das ist so die höchste Stufe von so normalen Waffen, ne? Und ja, die habe ich bekommen. Dann habe ich irgendwie noch anderes bekommen, das habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Das ist hier ein Novizenbuch. Ein Buch, das grundlegende Fähigkeiten vermittelt. Verleiht 100 FP. Okay, davon habe ich 5 Stück bekommen. Verleiht 500 FP. Und 1000. Ich glaube nicht, dass ich die jemals benutzen werde. Von daher, ja. Ich glaube, ich habe 30.000 Geld noch bekommen. Und einige Fragmente. Weiß nicht, ob mir das so gefällt. Ich fühle mich, als würde ich ein bisschen cheaten, aber was soll's, ne? Ich habe für das DLC bezahlt, also will ich auch sehen, was das DLC zu bieten hat. Du kannst einen Verbündeten ab sofort gemeinsam ihre Freizeit verbringen lassen. Freizeit. Wähle im Somni als zwei Verbündete aus, um sie gemeinsam von ihrer Freizeit an verschiedenen Orten verbringen zu lassen. Während ihre gemeinsamen Zeit erhalten beide Verbündete womöglich Unterstützungspunkte. Du kannst einen Verbündeten zwischen den Kämpfen je einmal im Schwimmbad, im Obstgarten oder im Stall verbringen lassen. Zweit im Stall verbringen lassen. Okay. Das ist also wie Free Houses mehr oder weniger. Und dann kann ich dann ja die überall hinschicken, ne? Also was, Wanda? Von dir, du gehst mal in den Stall, du hast ein Pferd, ne? So, jetzt muss ich auch mit jemanden da reinpacken, der auch ist mit dir, Amber, ne? Und die haben wir noch nichts gesehen. Ich mach dann, muss ja nur einmal hier, ne? Unterstützungslevel ab. Es hat ein Lama auf seinen Rücken. Unterstützungslevel von Wanda und Amber hat sich erhöht. Amber. War jetzt verwendet. Okay, die haben aber kein Dings dadurch bekommen. So, wen haben wir noch nicht so gesehen, supportmäßig? Unseren neuen Charakter.
können wir ja schon mal hier packen, ne? Zalkopf und Kagetsu können im Obstgarten hier reingehen. Sieht man die dann da rumhängen? Nö. Also kommt noch nicht mal eine Szene oder irgendwie so was, ne? So im Schwimmbad. Clan und Farm tun die ganze Zeit im Schwimmbad hier rumhängen, aber. Wen haben wir denn hier noch nicht so? Jade haben wir, glaube ich, noch nichts gemacht, ne? Jade und so beiden Panzerritter hier, unsere Ritter. Diamant. Ja, er ist ja die Gefolgsleutin von ihnen, ne? Okay, er geht doch relativ schnell dann. Also sind jetzt noch wieder so ein paar Sachen, die man jetzt hier, die ich nebenbei jetzt hier machen kann, um für ein paar Supportpunkte hier zu sorgen, ne? Hat niemand was bekommen, aber ja gut, so Supportpunkte finde ich jetzt nicht so schön, dass man die sich hier so ein bisschen in Ausrufezeichen in Gänsefüßchen hier cheatet, weil Supportpunkte scheinen in dem Spiel jetzt nicht irgendwie, weil nicht Bonus zu bringen im Kampf, glaube ich. Von daher ist sowieso unmöglich, alle irgendwie auf herkömmliche Weise im ein Spielstunden zu bekommen. Von daher, was soll's, ne? So, ach, hier konnte ich jetzt einfach nur ansprechen, ne? Also ich kann halt von da und von da machen. So, das ist aber alles, was wir hier haben, ne? Wir gehen kurz ins Café, essen noch mal was und fragt euch bestimmt, was wir als nächstes machen. Na, wahrscheinlich wisst ihr halt schon, wenn ihr irgendwie den Thumbnail oder den Titel gelesen habt. Dazu sage ich gleich mehr. So, du kochst für uns. Slins Ration entsorgen. Nein. So, mit wem will ich denn was essen? Chloe, du bist schon lange bei uns. Ich habe noch keinen Support mit dir. Chloe und am besten jemand, der noch auch noch nichts hat. Celine. Ne? Wir sind schon so lange in unserem Team, die haben noch immer keinen Support. So, was nehmen wir denn hier? Die obersten sind immer die, die alle mögen, ne? Traditionelle Pizza, die hatten wir noch nicht, ne? Ja. Ich habe lieber Verteidigungssachen bei solchen Sachen. So, seltenes Obst. Zack, rein da. Obst auf Pizza. Pizza mit Ananas. Eure Meinung. Das ist diese kontroverse Meinung jedes Mal. Ja, die haben ein Gespräch. Ich habe ein Gespräch. Okay. Oh. Was hängt das ab, ob das irgendwie was für ein Rang das ist? Ich verstehe das nicht. So, ich komme mit dir einfach sprechen, ne? Na gut, machen wir das auch. Also ja, ich weiß schon, was das DLC alles so hat, weil wurde alles in der Direct gestern gesagt, aber wir kümmern uns nicht darum. Erstmal gucken wir uns das Support hier an. Ah, voll in Charakter. Man könnte meinen, wenn man 1000 Jahre geschlafen hat, dass man dann nicht mehr Schlaf nötig hat, ne? Das passiert doch jeden Morgen hier in dem Spiel. その姿はあまりにも神々しく、どうしても眺めていたくて、気持ちはわかりました。でも寝顔がきっと情けないので、そんなことはありませんけれど、そうだわ。ではこういうのはいかがですか？目覚めた時に私がいる。その状態が普通になれば驚きませんよね。ですのでこれからは一緒に眠るという方法。
Mein Bett ist groß genug für uns beide. Du brauchst kein weiteres Bett aufstellen. Mein Bett ist groß genug. Ich meine, habt ihr das Bett mal gesehen? Das ist gigantisch. Das ist riesig. So, hier, ne? Ah. So, Celine. Auch schon so lange in unserem Team, noch kein Support. Mit Luis haben wir, glaube ich, schon Support, ne? ありがとうございました。セリーヌ。そんなお礼を言うのはこちらです。新龍様。新龍様とお話できて嬉しかったです。おかげで紅茶の味も格別でした。花の香りが素晴らしかったですね。あんなに美味しいお茶があるなんて。お口に合ってよかった。実はフィレネ王国の茶葉なんです。口当たりも優しく、香りも柔らかで。 Ihre Klamotten sehen irgendwie komisch aus. Sie trägt irgendwie ihren BH außerhalb. Irgendwie komisch aus. Soll sie nicht eine Prinzessin sein? いたずらをして追い払う。いたずらをして追い払うですよ。罰を与えるでもなく、傷を負わせもしない。抑止力になるのか疑問です。でも素敵な伝承ですね。そんな伝承が伝わる国だからこそ、フィレネの人々は。まあ、しょうがない。みんな優しいのでしょうね。そうかもしれない。まあ、なんか、かつさいんですね。 Weiß nicht, ob ich heute aufnehmen sollte. Das war ich gestern schon aufgenommen habe. Ich hatte ein paar zu wenig zur Verfügung. Von daher wollte ich direkt heute wieder zwei Parts aufnehmen, damit ich halt auch erledigt habe. So, dann Chloe und Celine. Ah, 今日は少し自由な時間がありますけど、セリーヌ様はどう過ごされますか？そうね、クロエのペガサス。喜んでお連れいたします。でも今はこんな時だから、以前みたいにゆっくりはできそうにないわね。私、クロエと一緒に茶畑を巡って、ゆっくり過ごすのが好きだったのだけれど。セリーヌ様、仕方がないわ。 今日は別のことをして過ごしましょう。この戦いが終わったら、いくらでもどこへでもお連れします。世界中の茶畑を一緒に見られる景色を見ながら。そう、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 そう
als neue DLCs rausgekommen sind oder nicht. Göttliches Kapitel. Kann ich irgendwie die Kamera rauszoomen? So, ich weiß nicht, wie viele Kapitel hier kommen. Ob das jetzt nur das eine ist oder noch andere. Aber wir attacken das ja mal heute, ne? Und zwar, ich bin mal da reingegangen, habe alle Cutscenes geskippt, weil ich nicht wissen wollte, worum es hier noch ging oder so. Ich wollte mir nur mal die Level ansehen, ne? Also das Kapitel von diesen, von dieser Level. Einfach nur um zu sehen, wie stark die Gegner sind, ne? Und die waren alle auf Level 14. Also ein paar, die ich da abgecheckt habe. Und dadurch habe ich irgendwie die Vermutung, dass das wie bei den anderen, Fire Emblem DLCs ist. Also so im Sinne von, ich glaube, je nachdem, wie weit man in der Story ist, tun sich die DLC-Kapitel darin irgendwie anpassen, ne? Und ja, deswegen ist es eigentlich vollkommen egal, wann wir da reingehen, ne? Ich bin aber ein bisschen skeptisch bei den DLCs, weil ich will natürlich nicht überleveln, ne? Aber ich habe so das Gefühl, bei Leveln ist jetzt nicht so ein Ding, ne? Die Gegner im letzten Kapitel waren alle Level 13 und man sieht hier schon, ich habe die Ringe alle schon platziert, weil ich mich so darauf festgelegt habe, so ich tue schon mal irgendwie so 10 Leute irgendwie vorbereiten mit Waffen und Ringen und so, ne? Damit ich halt nicht on-screen ja machen muss, ne? Und ja, wie man sieht, sind alle Level 11, 12, 10. Das heißt, wenn ich mit denen da reingehe, dann tue ich nicht meine schon längst stärkeren Charaktere noch weiter hochleveln, ne? Das wäre schon ein bisschen, das wäre ein bisschen zu overpowered, ne? Wenn ich mit meinen jetzt schon stärksten Charakteren, also sie zum Beispiel, da reingehen würde und dann noch mehr Erfahrungspunkte absahen würde. Ich werde sowieso voraussehen, dass ich unterlevelt sein werde zu irgendeinem Zeitpunkt, weil ich alle Charaktere gleichzeitig trainiere, was nicht eine gute Strategie ist in Fire Emblem. Man sollte sich immer so auf 10 Charaktere oder so festlegen, die man dann durchgehend trainiert, damit die alle ein halbwegs hohes Level haben, ne? Aber wenn ich alle gleichzeitig level, dann sind die zwar alle auf dem gleichen Level, ne? Aber die sind dann schwächer als was die Story für mich vorgesehen hat, weil ich die Erfahrungspunkte so weit aufteile, ne? Macht das Sinn, wie ich das erkläre? Ja, ne? Das heißt, ich werde nie irgendwie überlevelt sein. Ich werde wahrscheinlich sogar irgendwann sehr viel unterlevelt sein. Von daher macht es mir nichts aus, die DLC zu spielen. Außerdem will ich die halt spielen, weil ich habe Geld dafür bezahlt. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich bin fertig mit dem Spiel, bevor alle DLCs rausgekommen sind. Das heißt, ich werde sowieso nicht von denen viel haben, ne? Während des Let's Plays. Ich werde definitiv das Spiel noch mal irgendwann spielen. Aber ja, ich weiß so ein bisschen, was uns hier erwartet. Ich weiß, welcher Charakter hier vorkommen wird, was für einen Ring wir ja bekommen werden wahrscheinlich. Und ja, ich weiß nicht, was circa 20 Runden bedeutet. Ich hoffe, das ist kein Kapitel, das ich in 20 Runden erledigen muss. Aber ja, wir gehen uns heute mal den Drachentempel anschauen, das göttliche Kapitel. Im eisigen Tempel eines mystischen Drachen wurde ein neuer Armring entdeckt. Und ich glaube, das ist ein Ring für uns, ne? So, dann gehen wir da rein, ne? Heute ist eine DLC-Folge und der nächsten wahrscheinlich auch, weil ich nicht glaube, dass ich das jetzt hier an einem Part schaffe. Göttliches Kapitel, die Vorfahren. Aber ich trage nicht Mars Klamotten. Das hätte thematisch hier sehr gut gepasst. どうされました、神竜様。頭の中に言葉が浮かんできました。紋章師の呪文だと思います。ですが、見てみましょう。Emblem der Drachen。 Das ist ein Drache. Und das ist Tiki. Aus Fire Emblem 1. Oni-chan? Are,
Okay. Anscheinend nennt sie Marv großen Bruder. Warum tun Drachen eigentlich mal so lange schlafen? Was ist zu tun? そこには腕輪の仲間が他にもいてね。たくさんいろんな所で戦って、最後はもうよく覚えてないぐらい。でも優しい手の人が眠らせてくれたんだ。あれは誰だったんだろう。優しい手の人ですか。好きね。もともといた世界でもずっと眠っていたの。 Also die Charaktere kommen alle aus anderen Welten, ne? Ich meine, das wurde schon, glaube ich, uns gesagt, aber am Anfang habe ich erst gedacht, wir spielen ja sehr weit in der Zukunft. Die ganzen anderen Charaktere werden in der Vergangenheit. Ah, oh Mann, ich hätte hier reingehen sollen, nachdem ich Marv zurückgeholt hätte. Oh. Ich frage mich, ob die Cutscene anders gewesen wäre. Was überhaupt ist das? Ah ja, der ist Chiki in der japanischen Version. Stimmt. Okay, alles klar. Und ja, in dieses Kapitel habe ich mal so reingeschaut schon. Ich habe mir nicht alles angeguckt, ich habe mir nur halt die Gegner angeschaut, wie hoch gelevelt die sind. Und ja, die sind auf Level 14. Und die sind irgendwie, die sehen irgendwie anders aus. Das sind Mimesis. Seelenloser Soldat, durch Geheimtechniken erschaffen, ohne eigenen Willen, folgt Befehl seines Meisters. Ach, ist das nicht von hier, von unserer Mutter hier? Die hatte auch solche Typen beschworen, ne? So, wenn ich mich irre, dann ist... Nein. Ich will mal gucken, ob ich überhaupt hier eine Chance habe. Ja, ne? Da ist Tiki. Einer der Hauptcharaktere. Also nicht Hauptcharakteren, aber einer der Charaktere aus dem ersten Fire Emblem. Und auch einer der beliebteren Charakteren in der Serie. Die erste Manakete der Serie. Das Emblem der Drachen. Ein kindliches, junges Mädchen, das Blut des Würmgottes in sich trägt. Und sie hat eine Menge Sachen. Initiiert die an. Hat den Kampf verwirrt die Chance, einen kritischen Treffer durch den Gegner zu verleihen. Er hat ein Level Up, ein verbessertes Wachstum der Startwerte. Oh, ich glaube nicht, dass ich sie ausrüsten werde dann. Oder klingt mir ein bisschen zu broken. Seit der Einheit warten ein, setzt die Einheit warten ein, ohne anzugreifen oder ein Item zu verwenden, wenn wir jetzt 20 KP wiederhergestellt und alles statt. Das klingt viel zu überpowered. Nach warte, Verbündete erhalten sie und diese Verbündeten für einen Zug. Drachengeschrei. Während eines Bündnisses verwandelt sich die Einheit und kämpft in Drachenform. But den Schaden nicht effektiv. Gibt einem Verbündeten einen Erweckungsstein. Okay, was bedeutet das? Irgendwie kann sie nicht kämpfen. Muss sich erst in Drachen verwandeln dann. So, diese Karte sieht ziemlich groß aus. Sollen wir vielleicht mal die anderen Gegner ja auch anschauen, ne? Na, mein Drachen. Phantomweibern. Also das könnte sehr viel schwieriger sein. Das ist ein DLC-Kapitel. Deswegen sind die nicht so einfach, ne?
aber die Gegner an sich scheinen nicht so stark zu sein. Ich sehe jetzt nichts vollkommen Verrücktes hier. Purgativ. Kriegen wir noch eins? Was ist das? Antidot. Oh, oh. Hier ist irgendwie Gift. Hier sind eine Menge Gegner. So, das Fortschritt, Teleport, also. Ach, hier sind viel zu viele Gegner. So, da ist eine Truhe, das heißt, da müssen wir hitten. So schnell wie möglich, ne? Ich hoffe, er taucht nicht irgendwo ein Dieb auf. Da sind auch Truhen. Aber da ist eine Tür, eine magische Tür. Das heißt, da müssen wir noch nicht so schnell wie möglich hitten, ne? Mal das Spiel erklärt mir, was ich machen muss, um mich zu öffnen. So, dann erzählen wir mal einige Charaktere reden. Ne? Ich glaube, ich brauche nur ein Heiler, weil wir nur 8 Charaktere mitnehmen können. Okay, da fühle ich mich doch schon ein bisschen besser, weil dann gibt es nicht so viele Charaktere, die ich hier überleveln kann. So, gibt es überhaupt irgendwie? Hier gibt es gar nicht so viele Orte zum um die Ausweich zu erhöhen. Ne? Gibt es Säulen und so. Upsala. So, wir nehmen einige Charaktere mit, die noch hier unterlevelt sind. Ne? Selene, irgendwie ist sie, hat sie jetzt geschafft, hier unterlevelt zu werden, obwohl ich das Gefühl habe, ich nehme sie die ganze Zeit mit. So, Butcheron. Ja, das ist eigentlich das Beste, was wir machen können, ne? Sie ist Level 12. Sie ist Level. Und weil es hier ein DLC-Kapitel ist, würde ich sagen, nehmen wir auch Edelgard mal mit, ne? Erst wenn du mal Edelgard hier ausrüstest. Na, ja, hier ist Dicky. Irgendwie merkwürdig. So, was gibst du denn? Stärke, Verteidigung, passt schon. Sonst kommen wir ja nie dazu, irgendwie die zu benutzen, ne? So. Brauche ja nur ein Heiler, ne? Okay, John, du sollst vielleicht mehr Heilklamotten mitnehmen. Wo ist sie? Fram, hier. Ich habe hier eine Heilung gekauft. Ich werde wahrscheinlich sowieso nie einfrieren einsetzen, ne? Fortschritt. Tun wir mal diese Stäbe. Tun wir die mal einlagern. Weil wenn ich die einlager, dann kann ich die von meinem Vorrat aus auf die zugreifen. Dann nehme ich den als neben meinen Hauptcharakter hier platzieren, ne? So. Sind aber ganz schön viele Gegner, ne? Wir werden definitiv hier sehr viel stärker rauskommen als geplant. Aber ist ja egal, dann gehen wir im nächsten Kapitel halt mit unseren Level 12 Charakteren rein, ne? Dann sind wir immer noch unterlevelt. So, und ihr werdet es nicht glauben, aber ich bin schon wieder am Klo, am Anfang. Okay, also wir sehen uns gleich. So, da bin ich wieder. Und ja, ich habe die Zeit nochmal genommen, um meine Charaktere zu positionieren, obwohl ich hier nicht viel irgendwie an Auswahlmöglichkeiten habe, glaube ich. Und ja, Anfangssituation klingt nicht so gut, nicht so gut. Könnte besser sein. So. Ich habe das Gefühl, hier tauchen irgendwann Diebe auf, die hier diese Schatztruhe einsacken, ne? Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es natürlich nicht, weil das ist dann voll nervig. Aber was soll man machen, ne? Ansonsten können wir ja eigentlich voll chillig reingehen, ne? Gut. Ich habe übrigens noch Butcheron Lucina gegeben, den Ring. Weil den hatte vorher Lapis. Und Lapis habe ich nicht platziert. Von daher, ja, soll ich ihn besser irgendjemanden hier geben, ne? Gut. Und ja, damit sind wir ja fertig. Und wir gehen mal hier rein und gucken, ob wir halt hier gebacken kriegen, ne? Mal platziert, ne? 8 von 8, ja. Na, mal los.
Aha. Wie kann man die öffnen? Was ist dieses Glänzen da? Ah, okay. Also muss ich so oder so zu entthronen. Sie hat nicht wortwörtlich gerade gesagt. So. Okay. Rivalen, Freunde. Okay, irgendwas ist doch hier. Oh, das kenne ich. Ich habe das Gefühl, ich muss hier so darüber. Das sind Leaders Fire Emblem, muss ich gar nicht. Oh Gott. Okay, da oben ist etwas, wo ich hin will, ne? Und ich glaube, ich muss da einen riesigen Umweg gehen, um dahin zu kommen. So, das ist definitiv Oldschool Fire Emblem Musik, die ich da gerade höre. So, wir gehen da rein, weil niemand kann uns hier Schaden machen, ne? So, ich habe natürlich auch einige ach ja, er ist ein Dieb, er kann nicht, er tut es besser ausweichen, ne? So, ich setze Magie ein. Gott, ich hasse diese Anfangsposition. Nein, die benutzen die Diebe gegen mich hier. Wir haben ein Problem. Mir gibt es doch bestimmt sich Sachen, um meine Ringe aufzuladen, ne? Ja. Ich glaube, ich möchte hier Bündnis mal versuchen. Sie kann ja aus der Ferne Gegner anschießen, ne? Oh, wow. Okay, das ist ein bisschen krass. So, ich muss dich anschießen. Weil niemand kriegt den ja getroffen. Zack. Oh, die Torpedos. Sehr cool. So. Ich kann immer noch daneben hauen mit ihr, das hat mich stört. Aber so war. Ja, cool. Oh mein Gott. Und er trifft doch nie im Leben. Oh mein Gott. Nicht gut, wie das Spiel schon sofort mit mir zusammenarbeitet hier. Gar nicht so einfach, das Kapitel. Macht 18 Schaden. Okay, was kannst du für Sachen? Ich glaube, ich kann das schon gar nicht mehr retten, ja. Heiliger Schild. Erster gegnerischer Fernangriff verursacht keinen Schaden. What? Oh, er hat Dimitri, genau. Ich werde ihn nicht treffen. Mann, Celine, du hättest nur einmal treffen müssen, ey. Muss ich echt schon jetzt einen Zeitkristall hier einsetzen? Ich meine, ich kann versuchen anzugreifen, aber ich werde ihn nicht treffen. Nicht mit 18%. Ich würde ihn noch nicht mal killen. Ah.
Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich Zeitdruck habe wegen der Truhen oder so. Sonst würde ich das hier voll langsamer angehen, aber ich weiß es ja nicht. Dann müssen wir den hier machen, ne? Dimitri. Hauskombo. Ja. Also für einen besonderen Angriff. Aber ich treffe den aber nicht, ne? Ist das ein Magieangriff? Nee, ne? Ne. Ich muss die Dings einsetzen, sonst treffe ich den nicht. Ich weiß noch nicht, ob der halt überlebt. Ich glaube nicht. Voll Overkill für einen so ein Dieb, ne? Ja, was soll ich machen, ne? So, 18 mal 2, das sind 7, 14, 14, 25, nochmal 14, er überlebt hat sogar. Wenn ich ihn hier im Platz hier, dann kann der Dieb mich... Was wir war schon, mein Hauptcharakter überlebt nichts, ne? Aber er wird nur einmal getroffen, ne? Okay, komm, mach mal so. Euch besser. Also immer so blöd, immer. Jetzt mal, wenn ich meinen Charakter platziere, bin ich immer so ein. Ich habe ja Gefühl, ich bin immer so ein Feld irgendwie zu weit entfernt, um irgendwie Gebrauch zu machen von irgendwas. Wenigstens rockt die Musik gerade im Hintergrund. So, da wird nicht so einfach, ne? Oh, cool. Du hast Schweigen eingesetzt, ne? Es ist er da drauf, das gibt's jetzt nicht. Oh. Okay. Oha. Oha. So. Dann gehen wir mal los hier als erstes. Ich muss dich mit Magie angreifen. Kann ich ja nicht. Aha. Blöder Sack. Ey. So. Hat er irgendeinen anderen Angriff überhaupt? Schweigen und Purgativ. Wie lange tut Schweigen anhalten? Ich weiß auch gar nicht. So, ich nehme einen Meisterbogen, ne? Ah, sehr gut. Okay, wir werden den aber trotzdem nicht im Einzug erledigen können. So. Ach ja, sie hat ja ein Schwert. Was aber nicht treffen wird hier, ne? 91%. Oh mein Gott. Ich blockiere mal hier den Weg, würde ich sagen. Aber besser treffen. Oh mein Gott, ey, das gibt's jetzt nicht. Jetzt bringt dann auch nichts mehr. Kollege, das waren wie viel? Oh mein Gott, ich krieg die Leute nicht getroffen hier. Da könnte etwas schwierig werden, ja. Ist ja nicht Musik von Kid Icarus oder so? Kommt mir irgendwie nicht vor, als wäre Fire Emblem Musik. Mal so mit den richtigen Oldschool Fire Emblems kenne ich mich sowieso nicht aus.
nicht so gut. So, ich muss dich heilen. Ich muss irgendwas hier regeln, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wir das überleben. Hat er ja schon irgendwie. Ich bin es nicht gewohnt, dass die Gegner so viel aushalten. Fallener Stern. Irgendwie werde ich ja nicht vorankommen, glaube ich nicht. Alter, warum treffe ich hier niemanden? Sind die so stark, die Gegner? Ich kriege ja nichts getroffen. Das ist furchtbar. Den kriege ich neben Leben getroffen. Alter, wir sind hier im ersten, im zweiten Zug und ich kriege hier voll zu viel gerade. Habt ihr dann keine Ahnung? Oh, er greift mich als erster. Ey, das gibt's jetzt nicht. Nein. Wie soll ich mich aus dieser Situation retten? Das ist unmöglich. Also mal noch mal. So, auf die Gefahr hin, dass ein Dieb hier wahrscheinlich irgendwie kommt und mir hier wegschnappt. Gehen wir ein bisschen langsamer an. Ich meine, ich kann ihn da reinschicken. Er wird neben dem sterben. 18%ige Chance. Ja, daneben. Oh mein Gott. Soll ich ihn schon als erstes abschießen? Ich habe eigentlich nur eine Magierin, von daher. Wie weit trifft denn der mich hier? Okay, solange ich also da rausgehe. Schicklichkeit 12, 18. Hilf, sie ist tot. Oh mein Gott. Ich kann mit einigen Charakteren hier nichts machen. Okay, der hat gar keine Waffe ausgerüstet. Was zum? Oh, da müssen wir halt warten. Ne? Wer bewegt euch nicht? Dann kriege ich einen Anfall. Ah, guck mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, Waffen 3 gibt irgendwie nicht hier Treffer oder so. Was hat? Das gibt's jetzt nicht, Mann. Ey. Oh, und er heilt ihn auch noch hoch. Das ist der nervigste Start, den ich je gesehen habe. Was soll ich dagegen machen? Na, komm mal hier hin. Ja. Was soll ich ja sonst machen, ne? Ich kann nichts anderes machen, ja. Und hier hin. Hoffentlich los.
Ja, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht gegen den einen Typen kämpfen, weil er die ganze auf dem Heilfeld ist. Es ist da runtergegangen, zum Glück. Ja, jetzt können wir uns gegen die auflehnen. So. Ja, jetzt können wir auf die losgehen. Hoffentlich. Wie wenig Schaden er noch mal oder wie irgendwie muss ich ja meine Charaktere hochleveln, ne? Ich muss ja alles sofort erledigen. Ich könnte ja meine Dings hier alle einsetzen, ne? Die voll bombardieren mit Angriffen. Ah, Yunaka. Oh, da ist eine Menge Schaden, sehe ich gerade. Von dem platt. Ist leider nur eine Ausweichmaschine. Das andere wird leider nichts. Gott, da mein da liegt da, weil die alle drei Level unter mir sind. Ey. So, was kann ihr Angriff? In Zweifel greifen den Koopschlag an Assistenz. Okay. So, und er hat jetzt Claude als Auswahl. Ich gehe auf ihn los. Bringt das den überhaupt um? Ah, sieht so aus. Oh, oh mein Gott. Einmal 12 Schaden war überhaupt genug. Ja. Aber die Treffersicherheit von dem ist nicht so gut, ey. Was mit dir? Perfekt. Aber du konntest. Dreck. Ich werde so was von daneben hauen, ne? Pass auf. 78. Hier, pass auf. Ich werde daneben hauen. Nein, gut. Gott sei Dank. Wir sind schon eine Stunde hier drin, ne? Und ich bin erstmal mit den. Ich bin auch hier mit den ersten Gegnern hier beschäftigt. Das gibt's nicht. Okay. Ich muss dich auch zum Angriffen benutzen. Heilen können wir danach. Ich muss den Gegner erstmal hier aus dem Weg räumen. Ich glaube, ich muss meine Dinger hier einsetzen. Meine, ach, ich krieg den gar nicht erreicht. Giftpfeile. Dieser Typ hat so eine Ausweich. Gibt's nicht. Na gut, dann gehen wir in unserem Bündnis hier rein. Warte mal, Claude, doch jetzt kann er überhaupt hier angreifen jetzt? Möchte ich eben so erledigen. Es stand gerade irgendwie die deutschen Namen, ne? In der Waffen. Ich weiß gar nicht auf Deutsch. Ich weiß ja, Bogen heißt Fail Nord. Fail Nord, irgendwie so.
nicht angreifen. So Fähigkeiten erben konnte ich ja auch nicht machen letztens. Einfach nur, weil ich keine Ringe habe. So. Oh mein Gott. Er ist gerade so frustrierend, ey. Oh, zum Glück hat genau 20. Ja, okay, ist gut. Haben wir gerade schon gesehen, ne? Oh mein Gott, das war nervig. Ja, solange ja keine Diebe sind, habe ich hier kein Zeitdruck, ne? Aber ich bezweifle, es ist so einfach wird. So, das waren 4 Gegner. Ich habe jetzt was 3 Züge für 4 Gegner überhaupt. So, machen wir das mal. Kann ich nicht mehr rufen? Erfahrungspunkte bekommen? Nee, ne? So, jetzt muss ich aber noch irgendwie dafür sorgen, dass er näher kommt hier. Wo ich kann ihn eigentlich treffen mit Etty, ne? Egal, wo der hingeht. Aber ich platziere dich mal hier hin, damit du vielleicht einen Schritt nach unten hingehst. Und auf Dings Schweigen einsetzt. Ja, ich will aber heilen. Trotz, ja, Atrocity hieß die Fähigkeit in Free Houses. So, sein Bündnis haben wir noch. So, perfekt. Ha, ausgewichen. Ich weiß zwar nicht, wie man jemals was mit diesem dicken Kleid ausweichen kann, aber okay. Aber die haben weiße Haare, das ist so cool. Ah, die greifen jetzt mit an mit Korbschlag, das ist so geil. Das heißt, man kann die einfach irgendwo platzieren, die greifen dann mit an. Die haben alle Schwerter. Das ist cool. Mein Korbschlag mit 4 Einheiten aus. Okay, so. Jetzt können wir uns ein bisschen ja chilliger um die Leute kümmern. Schwert, Axt, Schwertkämpfer, eindeutig. Ah, John, komm mal hier hin. Nein, kannst du mal das andere Ding nach oben bringen? Ich werde noch nicht ankratzen, wenn ich hier noch schwächer habe. Eine Illusion, die mit einer Bündnisfähigkeit geschaffen wurde. Okay. Was ist? Okay. Mache ich, glaube ich. Schwert hier seinen Dingen, aber was soll man machen, ne? Daneben. Ach, du wolltest mich vom Heilen abhalten. Hallöchen, na. Aha, dumm. Perfekt. Das kann sich jemand anders den Kill abholen. Hier kommt auch auf mich zu, cool. Die kann nichts mit dem Eis machen. So, Butcheron würde ich am liebsten, weil er hat irgendwie noch nichts hier. Kann den seine Trefferchance, ne? Ich hätte ihm eine Leichtaxt geben sollen von Anna. Ja, das ist halt die Sache, ne? Wenn ich die jetzt nicht hier benutze, dann wann dann, ne? So, er wird mich dann erreichen, aber das ist okay. Wenn ich ihn wieder genau ankratzen kann für einen Kill, wäre das schon perfekt. Oh mein Gott. Das ist auch schon Level 13 hier. Leute, ihr braucht sehr viel mehr
Einige Leute brauchen ja sehr viel mehr Erfahrungspunkte als du, Kollege. Also mach mal halblang, okay? So, du stehst da so weit von perfekt. Ich kann dich nicht erledigen. Warum nicht? Oh Gott. Ja, dann nehmen noch einen Zug. Ich kann warten. So. Mit nur 8 Leuten ist das ganz schön gefährlich, würde ich sagen. So, warte mal. Kann ich hier irgendjemanden anlocken? Kann ich sogar. Oh Gott. Ich wollte nämlich dann hier sie hin platzieren, aber geht anscheinend nicht. Jetzt will ich dir. Und wie viele Verteidigung hast du? 10. Obwohl. Er macht genau 20 Schaden, ne? Ja, wenn ich Pech habe, geht er hier rein, bringt sich selber und an sie. Und dann kommt der Drache, ne? Lass mal. Was passiert eigentlich, wenn ich hier, wenn hier jemand stirbt? Das soll ja eigentlich nur ein Test von Tiki sein, ne? Bringt ihr ein eiskalt jemanden hier um? Würde ich ja nicht haben wollen dann. Die, ich merke gerade, wie nervig es ist, gegen die zu kämpfen. Die sind wie die Ninjas aus Fire Emblem Fates. Ey. Ich hasse es, gegen Ninjas zu kämpfen in Fire Emblem Fates. Das Schlimmste überhaupt. Ey. Ich weiß nicht, wer die erfunden hat. Warte mal, ich glaube, den da hinten kann ich erledigen mit Etty. Ne? Erstmal erledigen wir den hier. Zack. Ja, weg. Ich meine, das Spiel pusht mich ja schon so ein bisschen, Alchrist hier zu benutzen, ne? Weil er auch ein Lord ist, ne? Aber ich will eher Etty benutzen, weil sie hat viel bessere Werte, habe ich so ein Gefühl. Ist viel stärker als er. So. Ja, kann ich dich erledigen, wenn ich hier neben den Hauptcharakter stehe? Nein, mit einer P natürlich zu wenig. So, wer kann denn so halbwegs gut treffen, du, ne? Ja. Aber den hier. Oh nein. Ist sie vergiftet? Nein. So, du triffst so 100%, ne? Perfekt. Zack. Packen wir, und da ist ein Drache. Packen wir dich nicht dahin dann. Oh, ey, da wird ja wohl genug sein, ne? Für Butcheron. Der Typ lässt nämlich ein bisschen nach hier. Geht mal gar nicht, ne? Selbst mit der Eisenachse tut er so ungenau treffen. Zack. Deswegen mag ich Kämpfe nicht. Die tun so schnell einen enttäuschen, wenn man Pech hat. Die sind schon so schnell outclassed. Wie soll ich bitte schön hier? Aber der kommt auf mich zu, ne? So, du machst 20 Schaden. Immer. Heißt, die meisten Leute können schon hier nicht überleben. Aber ich habe keinen Restore-Stab, glaube ich. Das heißt, sie wird dem jeden Zug jetzt hier Schaden nehmen. Also ich mir, warte mal, hier ist so ein Antidot irgendwo. Perfekt. Und so dann. So, ja, er kommt auf mich los, genau. Warum hast du dich nicht ganz bewegt? Willst du mich auf den Arm nehmen? Er hat jetzt absichtlich gemacht, ey. Ah. So, machen wir so.
Eisenhaks, Langspeer natürlich. Zum Glück habe ich da was. Jetzt können wir so John hoch trainieren. Wenn jetzt hier alle Level 13 sind am Ende dieses Kampfes, dann ist das jetzt eigentlich auch nicht so schlimm. Oh, ich wollte eigentlich zwei Leute hier hinpacken, die hat hier tanken, aber ich sehe gerade, ist nicht so gut gerade. Warte mal, wie viel Schaden machst du? Du machst 14 Schaden und der andere macht nie im Leben. Okay, wird ein bisschen wehtun, aber er wird das überleben. So. Sie wird das nicht überleben. Nee. Okay. Ich könnte sie da platzieren, damit er vielleicht auf sie losgehen. Nee. Damit sie neben dem doppeln. Also mal so. Okay. Ja, daneben. Oh. Ihn haben wir eigentlich auch noch nicht so benutzt. Warum sollte ich auch, ne? Ich habe Alfred. Alfred ist viel besser. Das ist immer so die Sache in Fire Emblem. Manchmal hast du eigentlich Charaktere. Einige Charaktere sind deutlich besser als andere. Du hast wortwörtlich keinen Grund, ihr einige Charaktere über irgendwie einen anderen Charakter zu benutzen. So, da oben der Drache, der wird mich gleich treffen, aber das ist okay. Es gibt einfach Charaktere, die sind von Natur aus einfach besser. Und man hat wortwörtlich keinen Grund, hier einige Charaktere zu benutzen. Gegenüber einige andere Charaktere. Ah, du hast kurz vorm Level up, ne? Na komm mal her. So, dann machen wir den hier. Zack. Boom. Ja, relativ. Wir sind trotzdem immer noch relativ am Anfang hier des Kapitels. Nee, Butcheron. Wenn irgendwas schief geht, dann muss ich dich halt hochhalten, ja. Ja, ich gebe Butcheron einfach die Kills, weil irgendwie hat er es hier am schwersten hochzuhalten. Das ist so meine Strategie immer. Ich könnte den Kill auch jemand anderen geben, aber Butcheron hat es eindeutig sehr viel schwieriger hier. Deswegen sollte ich ihm jeden Kill geben, den ich hier zur Verfügung habe. Verdammt, jetzt kann ich nicht Dings erreichen. Aber dich kann ich erreichen. Warum ich auf die Cutscene anders gewesen wäre, als wir Tiki getroffen haben, wenn ich Marv dabei gehabt hätte. Oh, da kommt er aus 3 Reichweite. So ein bisschen übertrieben, findest du nicht? Ja, hat er jetzt überhaupt 20 Schaden gemacht? Sagen wir jetzt nicht aus. Frost, Atem, Eisball. Hey, einen Moment, du kannst nicht einfach das schummeln. Du kannst nicht erst einen Eisball einsetzen und dann wieder zurück zum Frostatem wechseln. Das geht nicht. Die letzte Waffe, die man anwendet im Kampf, ist immer die man als nächstes ausgerüstet hat. Du kannst nicht einfach erst einen Eisball einsetzen und dann zum Frostatem wechseln. Das ist voll gecheatet. So, aber ich hätte gedacht. So, ja, ne, ich habe dann eine Drachenwaffe, oder? Ist sie effektiv gegen Drachen? Ich weiß es nicht. Mach mal den. Kannst du es wagen? So, weiterer Kill für Butcheron.
Wow. So merkwürdig. Krieg ich ihn getroffen? Ja, ne. Ja, komm. Boom. Aha. Watcheron, der Drachentöter. Wir haben ein gutes Level Up. Könnte besser sein, aber könnte auch schlechter sein. So, das wiederum ist sehr gut. Behendigkeit, habe ich das jetzt schon? Man muss ja halt erst ausrüsten. Das habe ich nicht, ne? Verdammt. Behendigkeit, das ist genau das, was er braucht, ne? Mehr Treffersicherheit. Ich habe die DLCs nie so gern gespielt damals hier für die ganzen 3DS Fire Emblems. Einige von denen waren halt eindeutiger Fanservice, waren einige. Ich meine, Fire Emblem Fates und Awaken, die waren sowieso ein bisschen Fanservice. Ich kann ich das immer einsetzen. Ich habe es einfach gemacht. Ah, ich hätte vielleicht doch zwei Heiler mitnehmen sollen, aber Fram ist schon Level 15. Ne? So, irgendwie scheint das Gift schon wieder weg zu sein. Ja, ich habe die DLCs nicht gespielt, weil einige die DLCs in Fire Emblem Fate, die waren deutlich irgendwie auf Pay to Win irgendwie ausgelegt. Und in dem Spiel hattest du irgendwie nicht die Wahl, irgendwie so, oh, jetzt ist ja noch einer, sehe ich gerade. In dem Spiel hattest du jetzt nicht irgendwie die Wahl. Schweigen, Portiff, sonst nichts. Okay, Etty, schnapp dir den. Cool. Ich meine, wenn du mir... Brauche ich eigentlich nur mit Etty reingehen. Das heißt, die hier müssen wir irgendwie anders erledigen. So, die hier müssen wir noch anlocken. Wenn ich dahin gehe, dann triffst du mich nicht, ne? Nee. Aber der trifft mich. Du machst 19 Schaden. Du machst 19 Schaden. Wer hat eine Menge Resistenz? Du, ne? Ja, Celine. Komm. Statt Celine den. Meinen Hauptcharakter da mitpacken. Unterstützung hier. Ich hoffe, da kommt nicht noch eine andere Überraschung rechts, ne? Ich war eigentlich nur Etty auf der Seite. Ah, die kommen schon. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass du mich erreichen konntest. Ah, macht nichts. Genau, die DLCs in Fire Emblem Fates waren so Fanservice-mäßig, ey. Und einfach nur pay to win. Ah, wie ich sehe, hast du irgendwie Probleme mit diesem DLC. Lass mich dir hier dieses andere DLC geben, womit du hast Probleme mit irgendwie dem Spiel, ne? Und das Spiel Fire Emblem Fates war eins von den beiden, weil es gab zwei Editionen davon, war mehr auf lineare Story so ausgelegt. Also du gehst von einem Kapitel zum anderen Kapitel. Kannst nicht nebenbei grinden auf so eine Weltkarte oder irgendwie sowas. Muss also in einem Durchgang sozusagen das Spiel durchspielen. Was klassisch Fire Emblem ist, ne? So sehen klassische Fire Emblem Spiele aus, ne? Cutscene, Level gewonnen. Nächste Cutscene, nächstes Match gewonnen. Nächste Cutscene, nächster Kampf. Das ist linear, da gibt es nichts irgendwie so. Oh, hier ist noch so eine eigene Insel, wo du dich bewegen kannst oder irgendwie sowas. Du hast hier nur eine Weltkarte vielleicht, in der du dich bewegen kannst, aber warte mal, wenn ich hier mit dem Schwert reingehe, macht die fertig? Die hat gar nicht so wenig Angriffskraft, als ich letztes Mal nachgeschaut habe. Nö, reicht aber nicht. So, ich mache das so. Dann kommt ihr zwar alle auf mich los, aber sie überlebt hat, wenn sie Donner ausrüstet.
Dann hast du eine Geschicklichkeit von 6. Die werden mich dann also alle doppeln. Okay. Dann machen wir so. So. Aber so. Sollte eigentlich gut gehen. So. Da kommst du hier hin. Mach ihn fertig. Also eins der Teile war sehr linear und es war nicht gedacht, dass man irgendwie, weil nicht auf der Weltkarte irgendwie trainieren kann oder so, ne? Also Leveln war gar keine Option in dem Spiel, ne? Womit haben die damit kompensiert? Oh, lass uns. Wie wäre es, wenn wir dir dieses eine DLC geben, ne? In diesem DLC kannst du gegen Monster kämpfen, die dir irgendwie Geld geben. 4,99 bitte. Was, du hast Schwierigkeiten mit dem Leveln? Oh, lass uns dir mal hier ein DLC geben, womit du Gegner besiegen kannst, die dir irgendwie 5-mal mehr Erfahrungspunkte geben. Also das war deutlich für Pay to Win ausgelegt, ne? Was schon eine kleine Unverschämtheit ist. Oder irgendwie so ein DLC, wo du irgendwie verschiedene Waffen oder so noch irgendwie finden konntest, irgendwie die viel zu überpowered sind und voll das Spiel irgendwie vereinfachen. Also das war schon irgendwie, weiß nicht. Die waren wortwörtlich nur dafür da, irgendwie, damit man irgendwie ja Pay to Win irgendwie machen kann. Und wenn er dann nicht solche Kapitel hattest, ne, dann hattest du noch so Sachen wie apropos, hier ist, oh, ich kann nicht erledigen, ne? Ha. Wenn du nicht gerade irgendwie ja so ein Kapitel spielen willst, das dich überlevelt, dann hier spiel dieses Kapitel. Ja, was wortwörtlich die Strand-Episode ist. Diese klassische, weiß ich nicht, Anime-Strand-Episode. Nur als DLC spielbar. Oh nein, du bist gerade hier rein in diesen, du bist gerade in mein Zelt eingedrungen, während ich mich ja umziehen war. Oh. Also so ein Zeug war das alles. Und ja. Schaden machst du nicht so viel. Ja, du hast einen Eisball. Weil du mich austrickst, ne? Hast gesehen? Ich habe gesehen, dass du noch was anderes hattest. Ne, ne, ne. Lass mal. Was gab es noch irgendwie da? Dann hast du noch DLCs über die Kinder aus der Zukunft und also weil für mich war das Mist. Also fand das nicht so schön. Ich fand das aber eindeutig hier so auf Dings ausgelegt. Fanservice und Pay to Win. Und es gab irgendwie bestimmt so 20 DLCs oder so. Die haben alle irgendwie so, weil nicht so 2-3 Euro gekostet und das tut dann irgendwann sehr stapeln, ja, der Preis. Ich habe mir natürlich nicht geholt, ne? Ich habe so 1-2, glaube ich, habe ich so geholt, einfach nur so um zu gucken halt, aber ich fand persönlich aber eine Geldverschwendung. Also kann ich nicht so empfehlen. Du bist sogar nicht gedoppelt. Dann machen wir das. Fire Emblem Three Houses hat es schon so ein bisschen besser gemacht. Hier ist ein DLC mit, weiß nicht, mit einer kleinen eigenen Story, so, weiß nicht, 5-6 Kapitel lang oder so. Und wenn du die abgeschlossen hast, bekommst du 4 neue Charaktere. Weil natürlich war bester Charakter Konstanze. Oh, ho, 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 ho. Ah, verdammt. Ich finde das so geil. Es gibt eine Compilation von. Oh, was? Das ist nicht cool.